Ganz oben kannst du wählen, ob du die Tretunterstützung ein- oder ausschalten möchtest. Dies hängt davon ab, welches System du nutzt. Zum Beispiel wird beim Photon die Tretunterstützung eingeschaltet sein, aber wenn du 5 bis 6 Kilowatt mit dem X1 Pro fährst, möchtest du vielleicht nicht, dass deine Tretunterstützung den Motor aktiviert. Eventuell bevorzugst du eine rein gasbetriebene Einstellung. Als nächstes haben wir die Empfindlichkeit des Drehmomentsensors. Dies könnte für die meisten Menschen ein verwirrendes Thema sein. Im Wesentlichen bedeutet das, wie viel Drehmoment erforderlich ist, um den Drehmomentsensor zu aktivieren. Wenn er auf 100% eingestellt ist, also sehr empfindlich, wird der Sensor bei geringem Druck aktiviert. Wenn er auf 0 eingestellt ist, sind bis zu 10 Newtonmeter Kraft erforderlich, bevor die Tretunterstützung aktiviert wird. Der Grund dafür ist, dass wir ein modulares System haben und uns nicht immer darauf verlassen können, dass der Kunde die Achse bei der Montage korrekt installiert. Wenn zum Beispiel die Kunststoffhülse bricht oder irgendwas die Achse blockiert, dann kann es sein, dass die Achse auf den Drehmomentsensor drückt und so ein Drehmomentsignal erzeugt. Deshalb haben wir diese Drehmomentsensorempfindlichkeit entwickelt. Wenn sie korrekt installiert ist und es ein Drehmomentsignal gibt, wird der Motor nicht automatisch laufen, wenn kein Kadenzsignal vorhanden ist. Dies dient auch der Benutzersicherheit. Wir empfehlen, die Empfindlichkeit des Drehmomentsensors nach der ersten Fahrt zu erhöhen. Aber wir wollen nicht, dass der Motor einfach läuft, wenn er vom Kunden falsch installiert wurde. Beim nächsten Punkt geht es um die Zeit zum Hochfahren der Leistung. Wenn du in die Pedale trittst, hast du eine Menge Spitzen in den Signalen, die hoch und runter gehen. So filtert die Firmware die eingehenden Drehmomentsignale. Wenn du die Zeit zum Hochfahren der Leistung länger einstellst, dauert es länger, bis das durchschnittliche Drehmoment ansteigt, was ein viel gleichmäßigeres Erlebnis beim Treten bietet. Er wird nicht sofort reagieren, während bei kürzerer Hochlaufzeit die Reaktion viel schneller ist. Beim Mountainbiken beispielsweise möchtest du bei Pedaldruck sofort die Motorleistung erhalten, während für das gemütliche Fahren eine längere Hochlaufzeit von Vorteil ist, da es ein gleichmäßigeres Fahrgefühl ergibt. Der Motorassistenzfaktor bezieht sich darauf, wie stark du treten musst, um die volle Unterstützung vom Motor zu erhalten. Wenn du zum Beispiel 60 Newtonmeter und 1 Kilowatt eingestellt hast und den Wert auf 50% setzt, musst du 100 Newtonmeter in die Pedale geben, um die volle Unterstützung vom Motor zu erhalten. Die Zuordnung von 0 bis 100% bedeutet, dass du bei 100% nur 50 Newtonmeter anwenden musst, um die volle Unterstützung vom Motor zu erhalten, während du bei 0 150 Newtonmeter auf die Pedale anwenden musst, um die volle Unterstützung vom Motor zu erhalten. Beim Mountainbiken kann dies beispielsweise erwünscht sein. Wenn du einen sehr steilen Hügel hochfährst und immer stärker in die Pedale treten musst, kann es sich so anfühlen, als ob die Unterstützung des Motors nachlässt. Aber wenn du es richtig einstellst und weißt, wie stark du treten kannst, wird immer noch Unterstützung vom Motor da sein, wenn du diesen Punkt erreichst. In anderen Fällen möchten manche Leute einfach nur in die Pedale treten und dann die volle Unterstützung vom Motor bekommen, was bedeutet, dass sie vielleicht nur 50 Newtonmeter treten und trotzdem die volle Unterstützung vom Motor erhalten, ohne fest drücken zu müssen. Im erweiterten Bereich der Tretunterstützung haben wir zwei Start- und Endbedingungen. Zum einen den Kadenzstart, was der häufige Weg ist, die Tretunterstützung des Mittelmotors zu verwenden. Aber es hat einen Nachteil. Zum Beispiel, wenn du auf einem Hügel anhältst und dann wieder losfahren möchtest, aber die Pedale nicht bewegen kannst, um ein Kadenzsignal zu erhalten. Damit der Motor dich dennoch beim Losfahren unterstützt, kannst du diese Kadenzstartfunktion ausschalten. Der Motor wird dann aktiviert, wenn ein Drehmoment von über 50 Newtonmetern anliegt, um dich weiter den Hügel hinauf zu unterstützen. Dann haben wir noch die Rückwärtspedalabschaltung.
weil der Motor ein bisschen nachläuft. Wenn du das System im Tretunterstützungsmodus verwendest, möchten manche Leute nicht, dass der Motor lange nachläuft. Dann kannst du eine halbe Kurbelumdrehung rückwärts machen und der Motor wird sofort gestoppt. Das ist auch etwas, das man lernen und zu seinem Vorteil nutzen kann. Wenn der Motor etwas nachläuft und man nicht in eine gefährliche Situation geraten möchte, kann man einfach leicht zurücktreten und der Motor wird sofort stoppen. Okay, Leute, das war's fürs Erste. Ich hoffe, das bringt etwas mehr Klarheit in die Einstellungen der Tretunterstützung. Bis dann!